Hey Leute, warte hier und willkommen zu einem weiteren Video zu Bloons Tower Defense 6. Heute im Video gucken wir uns einen neuen gemoddeten Affen an. Und zwar gucken wir uns heute einen WTA-Affen an, zwar den Handkanonier. Das ist erstmal eine kleine Täuschung, zwar der Affe in-game sieht nur aus wie der Pionier. Aber ich habe eben schon mal ein bisschen rumgeklickt und zumindest der untere Angriff nachher sieht anders aus. Das Icon-Bild ist angepasst. Ursprünglicher Plan A war es, die Ego-Perspektive zu zeigen. Weil im Spiel gibt es eine Ego-Perspektive. Diese Ego-Perspektive, die macht mich nicht sonderlich glücklich. Weil, ich sag mal, hier Runde 6 funktioniert für Runde 6. So, das ist cool. Ja, trifft, da ist ein Ballon. Hier, lustig, da ist noch ein Ballon. Das funktioniert hier in dieser Runde. Aber ich find's zum einen nicht ganz so geil. Und zum anderen, wenn Runde 40 kommt, das ist dann da oben. Und ich weiß, ich kann nach oben fliegen mit der Kamera, aber das braucht ja 5 Jahre. Das ist doch auch dann scheiße, weil da bin ich hier oben und dann kann ich die Kleinen auch nicht mehr. Also, ich verstehe nicht ganz, wie die sich das vorstellen, wie man Moabs killen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn es da irgendeinen Lifehack gibt, könnt ihr mir den gerne in die Kommentare schreiben. Und hier bei den Affen gab es halt eine gute Beschreibung, und zwar, danke David für das Konzept. Danke David für das Konzept, finde ich gut. Ich muss mal neu starten. Ich bin auch am überlegen, morgen einen Bloons-Stream zu machen. Ich hatte mir überlegt, dass ich vielleicht mal eine Map komplett durchspiele, also halt dann ohne Mods. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ey, morgen im Stream Steinbruch spielen wir mal jeden Modus und gucken, wie lange das dauert. 3 Stunden ungefähr. Vielleicht auch auf einer anderen Map. Ich habe ein paar Maps ja noch nicht so viel gespielt. Zum Beispiel Versunkene Säulen habe ich, als es rausgekommen ist, einmal gespielt und seitdem nie wieder angefasst. Also oberes Skillung. Größerer Radius bei den Explosionen. Der kann damit unsichtbar angreifen, finde ich gut, wenn sowas drin ist. Kugeln bouncen hiermit und mit Stufe 5. Mortar und Bombenwerfer in der Nähe greifen doppelt so schnell an für 15 Sekunden. Okay, sorry, ich gucke mir im Schimpansenmodus an. Ich gehe kurz mal auf den Schießplatz für die untere Skillung. Aber die obere und mittlere Skillung, ich würde die halt saugern mal im Schimpansenmodus probieren. Aber hier, wir platzieren die mal. Die untere Skillung gucke ich mir mal hier an. Wobei, der ist größer. Der ist größer als der. Oh, okay. Ich mach mal so, ich mach mal Runde 98. Ich will's nur mal angucken. Oh, ne, scheiß Reichweite. Okay, kann er oben angreifen? Ja. Guck, er verschießt einen Energieball. Alright. Okay, es macht natürlich am meisten Sinn, wenn wir Striker Jones dazu haben, weil der macht ja auch am Ende die Mörser- und Bombenwerfer besser. Das heißt, wir können die Bombenwerfer zweimal doppelt so schnell machen. Ich habe halt die Angst, wenn ich das im Boss-Modus vorstelle, dass der so overpowered gemacht ist gegen Große, dass er den Boss quasi one-shottet. Können wir dann da wirklich die einzelnen Skillungen sehen? Nicht so richtig. Ich glaube, im Schimpansenmodus können wir die einzelnen Skillungen viel besser angucken, bis halt die untere. Die untere haben wir uns ja eben angeguckt. Er verschießt einen riesigen Energieblast und diese Energiekugel macht halt sehr krassen Schaden gegen Große und hat, so wie ich das gesehen habe, Zombs gewone-shottet. Deswegen, wenn der den Boss auch mit 5 Hits kaputt machen könnte, wäre das vielleicht beeindruckend. Aber vielleicht im Schimpansenmodus eine Taktik rausfinden mit denen ist vielleicht nochmal eine Spur interessanter. Wir machen jetzt Striker Jones. Der muss ja leveln. Mitte muss Fähigkeit sein und die muss bei Stufe 4 kommen. Das ist bei allen Affen, wenn ihr guckt. Alle Affen kriegen bei Stufe 4 eine Fähigkeit. Da müssen die Modder darauf achten, das ist ganz, ganz wichtig. Was würdet ihr davon halten, wenn ich morgen stream für 3 Stunden und irgendeine Map mache? Habt ihr eine Wunschmap? Ich hätte keine Lust auf eine sehr schwere Map, weil der Vorteil von so einem Bloons-Stream ist ja, dass ich sehr aktiv in den Chat gucken kann. Wenn ich eine schwere Map mache, kann ich nicht aktiv in den Chat gucken, weil ich halt dauernd gucken muss, was denn auf dem Bildschirm passiert. Er kann wahrscheinlich keine schwarzen Ballons angreifen, ne? Das müsste auch noch reinkommen, dass er mit irgendeiner Skillung doch auf einmal schwarze Ballons angreifen kann, weil schwarze Ballons sind explosionssicher, theoretisch, aber wenn du hierauf skillst, dann kann der trotzdem schwarze Ballons angreifen. Wenn du beim Bombenwerfer hierauf skillst, dann kann der trotzdem schwarze Ballons angreifen. Und hiermit kann der durch Wände durchschießen, also das brauche ich nicht. Aber das wird wahrscheinlich Sinn machen, weil Speed scheint seine größte Schwäche, also als sekundäres Gelungen wird das Sinn machen. Ich mache das erstmal so. Dann gehe ich jetzt nach oben, dann mache ich die Mitte, weil ich glaube, die Mitte ist im Late Game sehr wichtig mit der Fähigkeit, da kannst du viel rausholen. Er verschießt auf jeden Fall eine Kugel, das ist cool. Die fliegt durch dich gegen, das ist auch cool. Ich musste jetzt die Fähigkeit einsetzen, ansonsten wäre es durchgekommen. Es macht mich, also der Affe macht mich noch nicht glücklich, was aber gut ist. Ich muss jetzt das Urit ein bisschen skillen für Kleinvieh. Ich finde, nur weil ein Affe gemoddet ist, muss der ja nicht grundlos overpowered sein. Der kann ja auch balanciert sein. Meiner Meinung nach. Und Stand jetzt wirkt das balanciert. Er hat seine Stärken, aber mit dem Angriffsspeed, der sehr langsam ist, hat er auch definitiv eine Schwäche. Finde ich gut. Ich sag's wie es ist, finde ich gut. Ich gehe jetzt den hier oben, 2.
weil der kann auch hier dann Unsichtbare angreifen, ist dann für Runde 33 nicht unwichtig. Und hey, falls ihr übrigens neu seid, könnt ihr auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Mein Ziel sind die 333.333 Abonnenten. Ich gehe davon aus, er konnte Blei angreifen, macht zumindest Sinn. Ich skill den mal hier noch einen weiter. Und jetzt investiere ich in das Geld hier hin. Ich mache mal einen und skill den schon mal mittel ein bisschen. Hier macht er Schaden über einen Zeitraum. Da ist aber, glaube ich, auch das untere besser. Wir werden beide auf Stufe 5 kriegen. Die untere Skillung, Stufe 4 vielleicht. Ich weiß nicht, was das nützen sollte, aber wir machen untere Stufe 4. Machen wir dann jetzt hier so. Er macht jetzt Schaden über einen Zeitraum, so wie das da stand. Ich mache hier, dass er schneller schießt. Und das müsste okay sein. Runde 40 sollte so gut wie besiegt sein. So, die Kugeln machen jetzt noch mehr Schaden. Ich dachte, er soll den Stärksten angreifen. Macht ja Sinn, wenn sein Angriff am Stärksten ist. Ich mach's mal hier hin. Schaden gegen Moab war jetzt aber auch nicht so krass von ihm. Hätte ich mir auch mehr... Kriegt er eine bessere Reichweite hier durch? Moment. Ah, kriegt er nicht. Okay, gut. Ich habe aktuell noch nicht das Vertrauen, dass diese Skillung Moabs gut killen könnte und halt Wellen an Kleinvieh. Weil ist er der Kleinvieh-Killer? Ich skill den mal kurz ein bisschen weiter, das ist günstig hier. So, er macht mehr Schaden gegen Panzerung. Und ich skill mal hier hin. So, die Kugeln springen jetzt von einem Ballon zum nächsten. Ich finde interessant, dass er sich selber nicht boostet damit. Er boostet Mörseraffen und Bombenwerfer, aber er ist ja auch ein Explosionsaffe. Wieso boostet er sich selber nicht damit? Der Moab ging jetzt okay schnell kaputt. Das war jetzt nicht scheiße. Ich hätte gern einfach den Angriff mit dem Magnetfeld. Weil muss ich sagen, also optisch natürlich ein bisschen langweilig, dass es alles Pioniere sind. Aber die haben alle ihre eigenen Angriffsanimationen. Der untere greift halt mit so einer Energiekugel an, die groß ist. Mit halt die Explosion, die halt von einem Ballon zum nächsten springt. Und obere hat großes Bumm. Sehr gut beschrieben, ne? Man merkt, dass ich auf jeden Fall akademisch gut was geschafft habe im Leben. Groß Bumm macht die. Ich skill mal den jetzt noch hier auf Stufe 4, dass der auch groß Bumm macht. Bumm. Weil ist er vielleicht gegen Kleinvieh? Weil guck mal, wenn was getroffen wird, das ist ja geschockt. Er macht ja den Schockeffekt. Das heißt, er ist der Kleinvieh-Killer, er ist der Supporter und er ist der gegen Große. Ist das so, wie das gedacht ist? Aber er, nee, Quatsch. Er hat doch mit Stufe 5 auch die Großen gewonshottet. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich bräuchte eigentlich echt einen Bombenwerfer auch, damit das aufgeht taktisch. Was nützt denn der doppelte Boost, hier nochmal der doppelte Boost, wenn ich gar keinen Bombenwerfer habe? Ich sollte erstmal die obere Skillung auf Stufe 5 bringen. Okay, wir schießen alle noch die Explosionen. Täuben. Ja. Eventuell ist die untere Skillung wegen dem Schockeffekt die beste Skillung. Ja, generell für gemoddeten Affen finde ich gut. Wird er jetzt halt, also was ich halt kritisiere als einziges, dass die Affen halt aussehen wie ein großer Pionier. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil es ein bisschen schwerer ist, Affen zu machen, der komplett eigen aussieht. Geht, aber ist anscheinend ein bisschen schwerer. Und würden die Affen alle anders aussehen, würde ich sagen, Mod ist 10 von 10. Die Affen sind nicht overpowered, es wirkt balanciert, jede Skillung hat ihre eigenen Vorteile und Nachteile. Aber dass die Pioniere halt alle so ähnlich aussehen und dass die untere Skillung random 200.000 kostet, finde ich auch ein bisschen weird. Deswegen, ich bin da bei einer 8 bis 9 von 10. Ist schon eine gute Mod auf jeden Fall. Ich meine, diesen Affen braucht es wahrscheinlich nicht im Bloons. Also wenn ich jetzt Wahrscheinlichkeit geben würde, ob der ins Spiel kommt, so oder in einer ähnlichen Form, 0%. Der Effekt der mittleren Skillung haben wir schon hier. Oben groß Bumm mit Schaden. Kannst du auch mit anderen Affen haben. Hier unten dieser große Blast, der verschossen wird. Sieht cool aus. Hätte ich nichts gegen, wenn er reinkommt, aber ist jetzt auch kein Pflichtding, so wo ich sage, ey, das muss unbedingt reinkommen. Bumm. Ist die Frage, greift er jetzt auch anders an? Oder bleibt das alles gleich? Also der Schaden muss natürlich krasser sein jetzt. Achtung, sobald er angreifen kann. Das ist ein BFB. Er one-shottet den nicht. Er hat ihn nicht gewonshottet. Der Angriff ist immer noch diese kleine Explosion. Also würde ich mir halt auch generell wünschen, dass mit den Level-Ups die Angriffe auch wirklich mehr sich unterscheiden optisch. Da muss man wahrscheinlich echt noch warten, bis offizieller Mod-Support reinkommt, was ja geplant ist. Wenn ich aber raten müsste, würde ich das für Dezember predikten. Ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft kommt. Aber es soll halt dieses Jahr kommen, deswegen Dezember. Kann ich mir schon vorstellen, wäre ein Banger für Dezember. Also hätte ich nichts gegen. Auch nicht gut. Er braucht 500 Schüsse, um den Zaun kaputt zu kriegen. Der ist für Scheiße. Der ist schwach. Ich mach's trotzdem jetzt, aber... Ich trau dir nicht viel zu. Der Schaden ist einfach richtig scheiße von denen. Unteres Skill, damit er auch schwarze Ballons angreifen kann. Der DET ist ein schwarzer Ballon.
So, und die könnten jetzt den Hardcore boosten mit der Fähigkeit. Swagger Jones mit Level 20 mit der Fähigkeit. Aber ich glaube, ich brauche den Moab-Eliminator, sonst funktioniert das nicht. Was ich ja gut finde. Ich kann es nur mal so. Es klingt nicht so, aber ich finde das gut, wenn gemoddete Affen nicht overpowered sind und versucht wird, die zu balancen. So, Runde 85. Zwei Zoms. Ich mach mal den Speed Boost. So. Alter. Guck, wie schnell der ist. Okay. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Das können wir dann gleich nochmal. Nochmal doppelt so schnell machen. Okay. Wir brauchen, glaube ich, trotzdem Moab-Eliminator. So, DDCs, wie sieht's aus? Ja, siehst du? Kommt unangenehm weit. Da brauche ich wahrscheinlich auf jeden Fall hier den. Ne, ich mach den. Weil die greifen mit Explosionen an und dann können die auch hitten. Ne? Das müsste die Logik sein. Zack, zack, zack. Ah, dann geht das, dann geht das. Dann ist der tot, dann ist das nice. Alright. Moab-Eliminator. Trotzdem mal ein bisschen Fähigkeiten. Da den Speed für ihn. Ja, ja, das ist natürlich insane. Das ist natürlich insane. Ich glaube, je länger wir spielen, desto höher ist die Chance, dass er Platz 1 werden könnte mit dem Speed Boost. Dann machen wir jetzt hier Schuss. Level 20. Jetzt. Achtung. So. Vierfacher Speed Boost. Ne, zweifach, zweifach. Aber er greift jetzt ultra schnell an. Schaden geht nicht so hoch, wie ich dachte, aber. Ich meine, ging down. Ging down. Wenn man halt liest, vierfacher Schaden, stellt man sich da ein bisschen mehr vor. Aber es war jetzt nicht schlecht. Oh, wait. Ich muss einfrieren. Legitim. Ohne einfrieren wären wir jetzt Game Over gegangen in der Runde. Ist hier noch ein bisschen. Speed. So. Er ist jetzt turbo schnell. Ja. Ja. Alright. Und das war eine Schimpansentaktik mit den Affen. Interessant. Oberes gelungen hat am meisten Schaden gemacht. Mit 1 Million Schaden. Weil der Energieschuss ist schon das Geilste, was er eigentlich zu bieten hat, finde ich. Der Angriff ist schon nice. Allein optisch. Ist natürlich einfach hier vom Supersturm eine Attacke. Ja, okay. Ich mag die, wo der sich hinockt, ehrlich gesagt. Ich finde, das sieht putzig aus. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Und ciao. Und danke an David.